Guten Tag, herzlich willkommen im DBB-Forum und zum Tag des freien Wissens. Mein Name ist Annalena Schiller und ich mache heute die Moderation. Das hier ist der allererste Tag des freien Wissens, neues Format, das wir ausprobieren mit Wikimedia. Und es gibt eine Sache, die wir in den Mittelpunkt gestellt haben, und zwar Fragen stellen. Es gab vorab die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Wikimedia Deutschland per E-Mail, per Twitter, per Facebook. Und wir haben auch die Möglichkeit, heute noch draußen Fragen zu stellen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt ein breites Programm, es gibt Panels, es gibt Workshops, es gibt Fragestunden. Und an all diesen Formaten gibt es die Möglichkeit für Sie, sich mit einzubringen. Wir haben ordentlich was geplant. Es geht heute los, über den Mittag, in verschiedenen Räumen. Sie sehen schon ein bisschen Wegeleitung auf dem Boden mit verschiedenen Tapes. Auch im Fahrstuhl ist was angebracht. Und es gibt auch draußen Leute, die Ihnen sicher weiterhelfen können, wenn Sie nicht genau wissen, wo Sie lang müssen. Wir haben außerdem noch vorbereitet einen Input zum Anfang und wir möchten zurückschauen auf 15 Jahre Wikimedia Deutschland. So alt ist Wikimedia inzwischen. Die Wikipedia ist noch ein bisschen älter. Aber wie es gerade um das freie Wissen steht, woher wir mit Wikimedia Deutschland kommen, darüber berichtet uns Abraham Tahiriwand, der geschäftsführende Vorstand, den ich jetzt hier mit auf die Bühne bitten möchte. So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich wurde ja schon vorgestellt, besser kann man es ja gar nicht machen. Deswegen, mein Name ist auch ganz leicht auszusprechen, Abraham Tahiriwand, so wie man es auch schreibt, spricht man es auch. Ich bin der geschäftsführende Vorstand von Wikimedia Deutschland und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute auch alle hier sind, trotz des unglaublichen Sommerwetters, aber ich denke so in der angenehmen Temperatur, die wir hier haben in den Räumlichkeiten, lässt sich der Tag auch bestimmt gemeinsam gut über die Bühne bringen. Wir wollen Ihnen die Welt hinter Wikimedia und vor allem auch Wikipedia auch zeigen heute und wie schon anmoderiert, es ist ein neues Format, wir probieren hier auch was auf. Und deswegen freue ich mich auch sehr, heute mit allen Ihnen auch in den Dialog zu gehen, Fragen zu beantworten, auch Fragen vielleicht auch von meiner Seite an Sie zu stellen, damit wir hier ganz einfach in einen sehr aktiven Dialog auch reinkommen. Und wir möchten uns hier zusammenfinden am Wochenende, damit wir wirklich hier ein tolles Wochenende auch haben. Morgen ist auch die formelle Mitgliederversammlung auch von Wikimedia Deutschland, aber heute widmen wir uns erstmal dem Tag des freien Wissens. Wir haben eine Mission. Und das vereint uns. Und der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hat mal gesagt, stell dir eine Welt vor, in der alle Menschen auf der Erde freien Zugang zum gesamten menschlichen Wissen haben. Das ist das, was wir bei Wikimedia machen. Das ist das, was uns antreibt. Das ist unsere Vision. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich auch? Frei teilhaben an allem Wissen der Menschheit. Frei. Was meinen wir denn auch damit, wenn wir darüber auch sprechen? Könnte man erst mal denken, frei wie ein Freibier, kostenlos, geht es darum? Oder vielleicht frei von Papier? Ja, das ist vielleicht schon mal nicht so schlecht, aber das reicht uns nicht. Wenn wir von freiem Wissen sprechen, meinen wir die Freiheit, etwas mit diesem Wissen auch tun zu können. Das bedeutet, das Internet ist für uns nicht ein reines Schaufenster. Wir wollen, dass alle Menschen das Wissen der ganzen Welt nutzen können, es teilen, verändern und selbst eben dazu auch beitragen. Uns kommt es heute oft selbstverständlich vor, auf Informationen jederzeit online Zugriff zu haben. Aber das Wissen war eben nicht immer frei in der Vergangenheit. Die schweren Bände des Brockhaus, einige von Ihnen und euch werden den vielleicht noch haben, und man erinnert sich gerne zurück, in den dicken Schmökern vielleicht hin und her zu blättern. Das war das Symbol in der Vergangenheit für das Wissen der Welt. Einige von Ihnen, wenn Sie ihn auch zu Hause hatten, hatten auch Zugriff. Andere dann nicht, die mussten in die Bibliothek. Aber auch das war nicht immer einfach, wenn man auch nicht in einer Stadt gewohnt hat beispielsweise. Das bedeutet, der Brockhaus war wirklich privilegiert. Gleichzeitig stand auch der Brockhaus für einen festgeschriebenen Wissenskanon. Veränderungen, Aktualisierungen waren eben aufwendig und naturgemäß nur von Ausgabe und Serie zu Serie eben möglich. Aber Wissen ist nichts, das ein für alle Mal feststeht. Es wandelt sich stetig und es braucht viele unterschiedliche Perspektiven. Im März 2000 startete der Internetunternehmer Jimmy Wales, ich habe ihn schon erwähnt, mit dem damaligen Kollegen und Doktoranden
der Philosophie Larry Sanger sein erstes Projekt einer englischsprachigen Internet-Enzyklopädie unter dem Namen Nupedia. Ende 2000, Anfang 2001 war das dann, und Sanger und Wales sind dann auf das Wiki-System und das Wiki-Konzept auch aufmerksam geworden, mit dessen Hilfe Benutzer eben Webseiten nicht nur lesen können, sondern eben direkt über den Webbrowser verändern können und das auch kollaborativ gemeinsam. Am 15. Januar 2001 war das Wiki der Nupedia unter wikipedia.com erreichbar und das war im Grunde genommen die Geburtsstunde der Wikipedia. Ab diesem Zeitpunkt entsteht im Netz eine frei verfügbare Online-Enzyklopädie, deren Beiträge von Freiwilligen gemeinsam erstellt und bearbeitet werden. Schon bald entstehen weitere Sprachversionen. Die deutschsprachige Wikipedia ist übrigens die erste von ihnen und wird im März 2001 von Ehrenamtlichen gegründet. Ein Verein Wikimedia Deutschland gab es da noch lange nicht. Aber unsere Vision vom freien Wissen hat dort ihren Ursprung. Denn die Wikipedia war wirklich eine kleine Revolution. Die Wiki-Software, auf der die Wikipedia beruht, war eine der ersten, mit der sich die Webseiten in Echtzeit von Nutzenden bearbeiten ließen. Das hat das Internet tatsächlich auch nachhaltig danach noch geprägt. Der Name Wiki kommt übrigens vom hawaiianischen Wort von schnell und schnell wuchs auch die Zahl der Artikel. Hier sehen Sie einen Screenshot der Seite der deutschsprachigen Wikipedia vom November 2001 mit dem Hinweis auf den gerade entstandenen 2000. Artikel zu dem griechischen Philosophen Demokrit. Die Idee von Wikipedia ist einfach, aber gleichzeitig so kühn. Eine Enzyklopädie im Netz von allen für alle. Alle Menschen können daran teilhaben, mitarbeiten und es nutzen. In der Theorie unmöglich, in der Praxis seit Jahren erfolgreich. Ihren großen Erfolg hat die Wikipedia den unzähligen Freiwilligen zu verdanken. Freiwillige Autorinnen und Autoren engagieren sich seit 2001 gemeinsam, um die größte Wissenssammlung der Welt zu erstellen. Sie verändern, korrigieren, ergänzen Artikel, nicht anders als eine riesige Redaktion, muss man sich das vorstellen. Nur, dass diese Arbeit eben ehrenamtlich und größtenteils im Internet stattfindet. Sie kennen sich untereinander oft gar nicht wirklich persönlich oder nur unter einem Benutzernamen. Sie wissen voneinander wenig bis manchmal gar nichts. Kein Alter, Lebenssituation und beruflichen Hintergrund. All das spielt keine vordergründliche Rolle. Dennoch arbeiten sie gemeinsam an einem riesigen Projekt ohne jede zentrale Steuerung. Die Wikipedia wird zunehmend auch außerhalb der Netzgemeinde bekannt und entsprechend mehr Menschen beteiligen sich. Ich nehme Sie jetzt mit ins Jahr 2004 und hier sehen Sie jetzt auch schon, dass Wikimedia Deutschland eben nicht die Wikipedia auch ist, sondern dass Wikimedia Deutschland die Organisation hinter den Wikimedia-Projekten und der Wikipedia ist. Was ich jetzt auch machen werde mit Ihnen, ich werde Sie mit auf die Zeitreise nehmen anhand zwei sogenannter zeitversetzten parallelen Linien. Wir haben oben eher die Wikipedia und hier unten Wikimedia Deutschland. Ich werde nur auf die größten Ereignisse und die wichtigsten Ereignisse und Höhen und Tiefen jetzt natürlich hier auch eingehen, weil die Zeit ist heute limitiert. Gleichzeitig bin ich auch sehr froh, mal hier vor Ihnen auch über die Vergangenheit der Projekte und natürlich unserer Organisation heute sprechen zu können. Wie Sie sehen, im Juni 2004 gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia etwas mehr als 4.500 registrierte Benutzerkonten. 2004 werden dann auch die ersten Relevanzkriterien auch eingeführt. Sie sind die Ergebnisse mehrjähriger Konsensfindungsversuche. Sie sind ähnlich umstritten, das muss man ganz klar sagen, wie die Inhalte mancher Wikipedia-Artikel. Und sie werden auch zum Teil wieder verändert. Dennoch stellen sie eine wichtige gemeinsame Grundlage an dem Projekt Wikipedia dar. Aber es gibt auch Schwierigkeiten. Es passiert schon mal, dass die Wikipedia für 3 Tage nicht zu erreichen ist, da leider alle Leute mit dem Serverzugang im Urlaub sind. Klar ist, die Ehrenamtlichen können Unterstützung und Lobbyarbeit ganz einfach gut gebrauchen. Am 13. Juni entsteht der 100.000. Artikel. Am selben Tag, fast genau vor 15 Jahren, wird Wikimedia Deutschland 2004 gegründet. Der Gründungsvorstand fand die Gründungsversammlung und den Vorstand, den Sie hier auch sehen können, fand an der Technischen Universität hier in Berlin statt.
Die Gründungsmitglieder waren 34 Personen. Ein erster Vorstand, heute nennen wir das im Übrigen Präsidium, wird gewählt. Falls Sie schon mal auf einer Mitgliederversammlung von uns waren, kommt Ihnen das eine oder andere Gesicht sicherlich auch bekannt vor. Und Sie werden mit Sicherheit heute oder morgen dann noch die eine oder andere Person nochmal treffen. Die Präambel der Satzung unseres Vereins, die damals formuliert wird, zitiert den französischen Aufklärer Diderot. Damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für kommende Jahrhunderte gewesen sei, damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Denis Diderot und Jean d'Alembert, die Begründer der Enzyklopädie, haben einen wesentlichen Beitrag für soziale, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen der Menschheit geleistet, indem sie das Wissen sammelten und zur Verfügung stellten. Im digitalen Zeitalter sollten die mit der Vervielfältigung verbundenen Kosten, die das Wissen unfrei machen, keine Rolle mehr spielen. Ziel des Vereins soll es deswegen auch sein, Antworten auf die Frage zu finden, wie das Wissen endgültig befreit und damit allen Menschen dauerhaft zugänglich gemacht werden kann. Eines der ersten Projekte des Vereins mutet heute tatsächlich etwas seltsam an. Ein Berliner Verlag zeigte großes Interesse an der Veröffentlichung einer CD mit dem vollständigen Inhalt der deutschsprachigen Wikipedia. Im Oktober 2004 wurde dann tatsächlich eine Offline-Ausgabe der Wikipedia veröffentlicht. Das Projekt, das damals einen wichtigen Schritt zur Verbreitung freien Wissens darstellte, stieß auch in den Medien auf großes Interesse und Resonanz. Aber freies Wissen besteht eben nicht nur aus Text. Und genau da kommt Wikimedia Commons ins Spiel. 2004 kommt eben ein neues Projekt dazu, Wikimedia Commons, unsere Mediensammlung für gemeinfreie und frei lizenzierte Medieninhalte wie Fotos, Audio und Videodateien. Die Fotos, die Sie in den Artikeln auch sehen in der Wikipedia, die liegen hier in dem zentralen Wikimedia Medienarchiv. Wikimedia Commons wurde am 7. September 2004 eingerichtet, um eben genau als zentrales Medienarchiv ab sofort fungieren zu können. Die Wikipedia wird somit ganz einfach bunter und auch anschaulicher. In Frankfurt am Main findet 2005 schon die allererste Wikimania statt. Das seither jährliche internationale Treffen für aktive Mitglieder der Wikimedia-Community weltweit. 380 Menschen nahmen damals teil. Für viele die erste Gelegenheit, andere Wikipedia-Aktive aus der gesamten Welt persönlich zu treffen. Das erste Treffen von Wikimedianern aus aller Welt findet auch in den Medien großes Echo. Die freie Enzyklopädie im Netz und ihre Community wird kritisch beäugt und man fragt sich, ist es nicht manchmal jetzt so langsam fertig mit dem Wissen sammeln? Der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales sagt damals dazu, mit über 500.000 Einträgen in der englischsprachigen Wikipedia sei das Ende der Fahnenstange schon bald erreicht und die Enzyklopädie mehr oder weniger abgeschlossen. Für Kurt Jansson, damals unser Vorsitzender des Vereins, trifft das überhaupt nicht zu. Er sehe auch eher einen Zeithorizont damals noch von Jahrzehnten, bevor das Projekt sein ehrgeiziges Ziel, ein umfassendes, qualitativ hochwertiges Lexikon zu sein, erreicht zu haben. Er sollte recht behalten. Die Wikipedia legte gerade erst richtig los zu diesem Zeitpunkt. Nach der Nutzung gemessen in der Zahl der Zugriffe hat Wikipedia dem Brockhaus, Microsoft Encarta oder die Encyclopaedia Britannica 2005 bereits überholt. Beim Brockhaus gibt man sich trotzdem ziemlich entspannt und gegenüber dem ZDF lässt man auch wissen, dass man Wikipedia gar nicht als Konkurrenz auch ansieht, denn die Qualität habe eben ihren Preis. Was Wikipedia fehle, sei die Konsistenz, die gemeinsame Sprache und die Darstellung des Wissens der Welt aus einem bestimmten Blickwinkel, der immer gleich bleibt. Diesen einen immer bestimmten und gleichen Blickwinkel scheinen allerdings außer dem Brockhaus nicht viele zu vermissen. Werfen wir einen Blick auf 2005, 2006. Der Verein Wikimedia Deutschland wächst. Bei der ersten Mitgliederversammlung 2005
kann man bereits 184 Vereinsmitglieder verkünden. Und es wird dort das erste Mal ganz explizit auch die Frage gestellt, das haben wir auch in dem Protokoll nochmal nachgeschaut, wohin mit dem ganzen Geld? In den Fonds für Projektförderung beispielsweise, eine Tagung zur Kooperation mit Institutionen oder die Investition in die Mediaentwicklung, in die Software hinter der Wikipedia. Gleichzeitig Beamer und Stempel werden aber auch gewünscht. Im Oktober wird das Brand Agreement mit der Wikimedia Foundation in den USA unterzeichnet, was uns dann dem Verein ermöglicht hat, die Nutzung der Wort- und Bildmarke Wikimedia und der Wikimedia-Projekte ab sofort auch durchzuführen. Auf der Mitgliederversammlung 2006 wird beschlossen, auf ein Jahr befristete Geschäftsstelle mit Geschäftsführung einzurichten. Die Wahl beim Standort fällt auf Frankfurt am Main zu der Zeit. Die Wahl der Geschäftsführung auf Arne Klempert, den viele hier als Versammlungsleitung der letzten Mitgliederversammlungen kennen werden. 2008, auch ein ereignisreiches Jahr für uns als Organisation, aber auch für die Projekte. Mit dem Medienarchiv Wikimedia Commons haben sich unzählige Möglichkeiten eröffnet, Wissen zu befreien und Kultur zugänglich zu machen. 2008 erreicht Wikimedia Deutschland diesbezüglich den ersten großen Coup. Ungefähr ein Jahr lang haben 3 Wikimedianer mit dem Deutschen Bundesarchiv diskutiert, argumentiert, Pläne geschmiedet und Vertragsentwürfe herumgeschickt, bis das Projekt spruchreif war. Wikimedia Commons erhält vom Bundesarchiv auf einen Schlag knapp 100.000 Bilder unter der freien Lizenz Creative Commons CC BY SA, die eine umfassende Nutzung der Bilder für beliebige Zwecke damit auch erlaubt. Zur Bekanntgabe der Kooperation gab es damals eine gemeinsame Pressekonferenz vom Bundesarchiv und von Wikimedia Deutschland. Wikimedia und Creative Commons sind sich somit auch nicht fremd. Beide Organisationen arbeiten früh zusammen. Die Artikel der Wikipedia sowie die meisten Mediendateien auf Wikimedia Commons unterstehen eben einer Creative Commons Lizenz, die Nutzung und Weitergabe unter Namensnennung und gleichen Bedingungen, also wieder unter einer freien Lizenz, erlaubt. 2008 rücken Wikimedia Deutschland und Creative Commons noch enger zusammen und teilen sich eine Zeit lang Büroräume in der Eisenacher Straße hier in Berlin-Schöneberg. Freilizenzen haben den Vorteil, dass sie die Bedingungen und die Urheber für eine Weiternutzung vorgegeben haben, transparent sind und Bilder und Texte und Musik und Filme somit dann auch im Rahmen dieser Bedingungen ohne Rücksprache genutzt werden können und ohne dass man sich in urheberrechtliche Schwierigkeiten bringt. Allerdings, rechtliche Schwierigkeiten bleiben nicht aus. Rechtliche Schwierigkeiten bekommen wir als Verein 2008 ganz klar zu spüren. Im November findet der damalige Geschäftsführer im Briefkasten des Vereins eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Lübeck, die es Wikimedia Deutschland untersagt, die Internetadresse wikipedia.de auf die Internetadresse de.wikipedia.org weiterzuleiten. Die Ursache dafür: ein Bundestagsabgeordneter hat sich beschwert, weil nämlich Aussagen über ihn in einem Wikipedia-Artikel stehen würden, die seiner Ansicht nach wahrheitswidrig waren. Wikimedia Deutschland hat daraufhin wikipedia.de mit diesem Hinweis auf das Schreiben abgeschaltet. Infolge der Abschaltung gab es Unmengen an E-Mails, Spenden, Telefonanrufe und Blogeinträge, in denen Unterstützung für die Wikipedia bekundet wurde. Apropos Spenden: ebenfalls 2008 wurde das erste Fundraising Agreement mit der Wikimedia Foundation geschlossen, was dann auch eine strukturelle und weiter ausführende Möglichkeit für uns als Verein bedeutet hat, eigenständig auch Online-Banner zu schalten und auch hier für Spenden auch zu werben. Werfen wir einen Blick auf 2010, 2011. 2010 trifft das Landgericht Hamburg eine wichtige Entscheidung für uns als Verein. Sie weist eine Klage gegen den Wikimedia Deutschland e.V. ab und verneint in der ausführlichen Begründung ausdrücklich eine Verantwortung des Vereins für den betreffenden Inhalt der Wikipedia. Das lässt mich übrigens als geschäftsführender Vorstand auch ruhig schlafen.
dass der Verein durch die Suchmaschine auf wikipedia.de den Zugang zu Wikipedia erleichtert, ist für eine Haftung nicht ausreichend. Denn was wir bei Wikimedia Deutschland tatsächlich nicht machen, und das ist ein immer noch weit verbreitetes Missverständnis, ist Wikipedia-Artikel schreiben. Alle Inhalte in den Projekten werden ausschließlich von Freiwilligen erstellt und bearbeitet. Und die Community ist weiterhin sehr fleißig. 2010 erreichte die deutschsprachige Wikipedia den 1-millionsten Artikel. Die größte Enzyklopädie aller Zeiten ist mittlerweile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wikipedia ist allgegenwärtig. Zum 10. Jubiläum der Wikipedia 2011 veröffentlicht Wikimedia Deutschland das Wikipedia-Buch, das sowohl die Abläufe hinter den Kulissen von Wikipedia erklärt, als auch einen Blick auf die Menschen hinter dem Projekt ermöglicht und lässt dabei vor allem die Community zu Wort kommen. Die meisten Beiträge sind von verschiedensten Wikipedianerinnen und Wikipedianern geschrieben und sie reflektieren die Vielfalt an Herangehensweisen, Meinungen und Stilen innerhalb von Wikipedia. Die deutschsprachige Wikipedia-Community, das sind in Deutschland 2010, 2011 im Kern etwa 7000 Menschen, die mindestens 5 Artikelbearbeitungen im Monat machen. Seit 2011 trifft man sich einmal im Jahr zu Wikicon. Premiere war in Nürnberg. 2010 gab es allerdings auch schon eine Vorläuferveranstaltung, organisiert auch von den Freiwilligen. Die nannte sich nur noch nicht so, sondern Skillshare. 2012. Nicht nur die Wikipedia wandelt sich, sondern ganz einfach auch das Umfeld, auch das Internet. Viele Menschen nutzen das Internet zunehmend mobil. Darauf ist das Lesen langer Fließtexte eher umständlich und Audio- oder Videoformate werden ganz attraktiv und noch attraktiver und werden mehr genutzt. Die Präferenzen verschieben sich tendenziell weg vom Fließtext hin zu knappen, schnellen, konsumierbaren Formaten. Dies steht im scharfen Kontrast zu einer Schreibtisch-, Browser- und Suchmaschinengesteuerten Umgebung, in der wir ganz einfach davor auch waren, und in der Wikipedia zu einer der weltweit am häufigsten benutzten Websites heranzuwachsen. Und die Wikipedia hat auch ganz einfach nicht alle Antworten auf alle Fragen. Manche Fragen sind komplex und für manche Fragen müsste man eine ganze Reihe von Artikeln verarbeiten. Zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, wo überall in Deutschland sich Brauereien befinden. Man könnte zu ihrer Beantwortung Computer zur Hilfe nehmen. Aber Computer können keine Wikipedia-Artikel per se verstehen und lesen. Zumindest haben sie große Schwierigkeiten damit. Ihre Stärke liegt woanders. Das Internet macht es ganz einfach, Informationen losgelöst von ihrem Ursprung und ihrem Kontext zu verbreiten, zu verarbeiten und damit ganz neue Verbindungen herzustellen. Das Herstellen von Verbindungen war daher auch der Grundgedanke bei einem neuen Wikimedia-Projekt. Verbindungen zu strukturierten Daten fehlten bis dato in der Wikipedia und in den anderen Wikimedia-Projekten. Es nervte, wenn man ganz einfach mal wieder die Nachricht über Neuvermessungen des Mount Everest gelesen hat oder des Teufelbergs oder der chinesischen Mauer und die Höhenangaben in allen Sprachversionen und allen Artikeln zum Thema Berge und Bauwerke einzeln manuell angepasst werden mussten. Es lag also nahe, eine Verbindung zu schaffen, einfach die Daten zentral durch die Community gepflegt, einfach ein Verweis im Artikel und einfach nur an einer Stelle. 2012 ist die Geburtsstunde von Wikidata. Im Oktober 2012 startete dann bei Wikimedia Deutschland ganz offiziell auch das Projekt Wikidata. Das Projektteam hat damals im April 2012 die Arbeit aufgenommen. Ja, und wer genau hinguckt, kann mich auch irgendwo finden auf diesem Bild. Wir sind ganz besonders stolz auf dieses Projekt. Nicht nur, weil ich mitgemacht habe, sondern weil es wirklich ein echtes Eigengewächs ist. Das haben wir hier in Berlin gestartet. Das war ein Novum damals 2012. Jegliche Softwareentwicklung wurde nur aus San Francisco heraus betrieben, war zentralisiert, aus San Francisco auch gemanagt. Und wir haben hier ein Projekt, ein großes Softwareprojekt im Herzen von Berlins gestartet. Wikidata sammelt freie, strukturierte Daten aus den Wikimedia-Projekten wie Wikipedia, aber potenziell auch aus jeder anderen Quelle.
Dabei werden Aussagen dann eben erfasst und deren jeweilige Quelle sowie Beziehungen zu anderen Datenbanken auch hergestellt. Wikidata ist sprachunabhängig, das heißt, die Daten von Wikidata können in sämtlichen Sprachen erstellt, verwendet, bearbeitet, durchsucht und wiederverwendet werden. Die in einer bestimmten Sprache erstellten Daten sind sofort in allen anderen Sprachen auch verfügbar. Und nicht nur das, die Strukturiertheit der Daten ermöglicht eine einfache Nachnutzung der Daten durch Wikimedia-Projekte. Sie sehen hier eine der Infoboxen in Wikipedia, die die Daten aus Wikidata nutzt. Aber auch Dritte können die Daten über eine Schnittstelle, sogenannte API, nutzen. Mit Wikidata kann maschinenlesbares Wissen abgefragt, verknüpft, ausgewertet und bearbeitet werden. Wikidata stellt somit eine wichtige Datenbasis für neue Formen der Informationsverarbeitung zur Verfügung, indem es maschinenlesbares Kontextwissen anbietet. Wikidata ermöglicht Computern, freies Wissen zu verarbeiten und zu verstehen und zu nutzen. Aber Wikidata verändert nicht nur die Wikipedia, sondern im großen Maße auch unseren Verein Wikimedia Deutschland. Das Team von Wikimedia Deutschland wächst buchstäblich an seinen Aufgaben, Meetings in der Küche, Telefonkonferenzen im Abstellraum und übervolle Büros. Die Räume von Wikimedia Deutschland in der Schönerberger Altbauwohnung platzen auch ohne das neue Projekt Wikidata schon aus allen Nähten. Mit dem Start von Wikidata wird klar, neue Büroräume müssen her. Übergangsweise ziehen wir deswegen auch in die Obentrautstraße um, hier in Berlin-Kreuzberg. Da haben wir mehr Platz, aber mit dem Blick auf die strategische Entwicklung von Wikidata ist eigentlich auch schon wieder zu eng. Weil wir haben aus einem gestarteten Projekt eine Strategie entwickelt und haben uns als Verein committed und uns darauf eingelassen, Sorge dafür zu tragen, dass dieses Projekt bei uns auch weitergeführt wird. Und das ist bis dato der Fall. Und nicht nur die Softwareentwicklung braucht natürlich Platz. Ein paar Meter weiter sind wir dann ans Tempelhofer Ufer gezogen. Und hier geht unser Traum von einem Ort des freien Wissens mit mehr Platz für Veranstaltungen und Raum zum Wachsen schließlich in Erfüllung. Zumindest jetzt vorübergehend. Seit 2004 hat der Verein einen rasanten Wachstumsprozess durchlaufen und umfasst im Oktober 2014 über 12.000 Mitglieder und eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber nicht immer alles ist auch rosig. Das schnelle Wachstum führt auch zu Konflikten. 2014 kommt es zum Bruch zwischen dem Präsidium und dem damaligen hauptamtlichen geschäftsführenden Vorstand. Das Präsidium strebt eine andere strategische Ausrichtung für Wikimedia Deutschland an und kommt zum dem Schluss, diese Ausrichtung eben nicht mehr mit dem damaligen geschäftsführenden Vorstand umzusetzen. Der Vorsitzende des Präsidiums tritt daraufhin zurück. Der Verein muss seine Führung neu aufstellen. Wir waren damals in einer Governance-Krise. Wie sage ich sehr gerne, Fehler machen klug, aus Fehlern lernen wir und auch aus Krisen lernen wir. Im Februar 2014 werden die Strukturen des Vereins in einem Governance-Review-Prozess auf den Prüfstand gestellt und ein neuer geschäftsführender Vorstand wird mittels einer Übergangskommission gesucht, um maximale Transparenz zu gewährleisten und die verschiedenen Anforderungen gegeneinander auch abzuwägen. Ab 2015 kommt der Verein wieder in ruhigere Fahrgewässer. Der Konflikt ist überwunden, die Steuerung des Vereins wird professioneller und professionalisiert und man kann sich der Strategiearbeit widmen. Seit März 2016, und jetzt sind wir wieder auf dem Zeitstrahl der Projekte, ist der sogenannte Visual Editor, ein neuer Bearbeitungsmodus für Wiki-Inhalte verfügbar. Statt wie früher den Wikitext auf einer Quellseite im Bearbeitungsmodus zu bearbeiten und zu ändern, kann man nun eben direkt in der dargestellten Seite arbeiten und sieht so sofort das Ergebnis der Bearbeitung. So kann man das heute noch immer machen, Bearbeitung im Quelltext. Ich habe von vielen auch gehört, um Gottes Willen habe ich da das Internet kaputt gemacht, wenn ich draufgeklickt habe, weil das dann doch also etwas komplexer auch aussieht. Und so sieht das dann mit dem visuellen Editor auch aus. Das ist man dann eher von Word-Dokumenten auch gewöhnt. Was man schreibt, kommt auch direkt als Text. 2017 startet dann vielleicht der größte Wandlungsprozess in der Geschichte von Wikimedia.
Wikimedia 2030. Das ist der Titel unserer gemeinsamen globalen Strategie. Das ist unser Versuch, die Weichen zu stellen für Wikimedia in den nächsten 15 Jahren. Der globale Strategieprozess wurde Anfang 2017 initiiert von der Wikimedia Foundation und ist momentan noch im vollen Gange. In der ersten Phase galt es, möglichst viele Stimmen von jedem Teil der Erde zu hören, und zwar sowohl von den Organisationen und den Menschen, die bereits Teil unseres Movements sind, sowie aber auch von denen, die bisher noch nicht dazugehören. Deswegen wurde im Prozess eine Vielzahl von Kanälen genutzt, einschließlich On-Wiki-Diskussionen im Internet, Live-Veranstaltungen, Konferenzen, einzelne Interviews, qualitative und quantitative Forschung wurde vollzogen und vieles mehr. Mit diesem offenen und sehr partizipativen Prozess sollte allen Interessen und interessierten Menschen die Möglichkeit geboten werden, sich und die Perspektive auch einzubringen und eben auch auf Wikimedias Zukunft mit einzuwirken. Gestartet sind wir mit der Frage, was wollen wir bis 2030 gemeinsam aufbauen und erreichen? Ein erstes Ergebnis daraus ist die sogenannte strategische Richtung der globalen Wikimedia-Bewegung. Als soziale Bewegung möchte die Wikimedia-Bewegung ihre Anstrengungen zukünftig mehr auf das Wissen und die Gemeinschaften konzentrieren, die von Machtstrukturen und Privilegien eben ausgeschlossen sind. Pardon. Aber auch auf der Projektseite tut sich noch einiges. Es kommen immer wieder neue Formen des Wissens dazu. Die Unterstützung von Daten über Worte in allen Sprachen der Welt stellte im vergangenen Jahr einen wichtigen Meilenstein für Wikidata und Wiktionary, unser Online-Wörterbuch, dar. Damit eröffnen wir viele neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel freie Übersetzungswerkzeuge für bisher digital vernachlässigte Sprachen, das einfache Erstellen von Spezialwörterbüchern und vieles mehr. 2018 haben wir dann auch als Organisation die strategische Ausrichtung aufgegriffen und haben das zum Anlass genommen, auch innerhalb von unseres Vereins uns Fragen zu stellen, wie wir die Weichen für die Zukunft stellen müssen. Um Antworten zu finden, haben wir 2008 einen mehrstufigen Zukunftsprozess gestartet. Dabei haben wir uns mit Zukunftsthemen auch auseinandergesetzt, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen analysiert und darauf aufbauend neue Strategien für unseren Verein formuliert. Die Ergebnisse aus diesem Prozess bilden übrigens die Grundlage für die Planung unserer Arbeit für die nächsten Jahre. 2019, jetzt sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Die Wikipedia ist dieses Jahr 18 Jahre alt geworden, volljährig sozusagen, und ist heute viel mehr als eine nützliche Webseite unter vielen. In nur 18 Jahren ist eines der größten Ehrenamtsprojekte der Welt entstanden, das weltweit aus dem Alltag ganz einfach nicht mehr wegzudenken ist. Heute umfasst die deutschsprachige Wikipedia über 2,3 Millionen Artikel und sie gehört zu den meist aufgerufenen Webseiten der Welt. Ich hatte noch von 12.000 Mitgliedern gesprochen. 2019 haben wir mittlerweile über 70.000 Mitglieder bei Wikimedia Deutschland. Vielen, vielen Dank an der Stelle, die alle bei uns Mitglied sind. Welchen Stellenwert die Wikipedia heute hat, zeigen die Reaktionen, wenn die ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren zum Streik aufrufen. Wie vor kurzem im März im Protest gegen die EU-Urheberrechtsreform. Dürfen Sie das dann überhaupt, hat man mich gefragt. Das war eine wirklich zahlreiche Reaktion ging in diese Richtung. Und das zeigt dann eben aus meiner Sicht, wie wenig vielen dann am Ende klar ist, dass der Wissensschatz, den sie täglich nutzen, die Arbeit unzähliger Freiwilliger und Spendenden zu verdanken ist. Die Aktion war auch in der Community übrigens umstritten. Aber wir haben auch viele Mails und Anrufe in der Geschäftsstelle erhalten, in der Menschen uns ihre Unterstützung und Dankbarkeit für das Engagement der Ehrenamtlichen aussprachen. Projekte wie die Wikipedia sind tolle Beispiele aus meiner Sicht für gelebtes, freies Wissen. Wir müssen sie in weiterentwickeln und auch dafür Sorge tragen, dass sie relevant bleiben. Wir wissen aber auch, die Welt besteht nicht nur aus Wikimedia-Projekten. Wir wollen mehr Menschen und mehr Institutionen für den freien Zugang zu Wissen begeistern. Wir müssen uns mit den anderen Organisationen vernetzen, unsere Vision
hinaus in die Welt tragen und dafür sorgen, dass freies Wissen in unserem Alltag zur Selbstverständlichkeit wird. Wie werden wir Wissen in der Zukunft teilen? Wir können nicht in die Zukunft schauen. Ich kann Ihnen auch nicht in die Zukunft schauen. Ich habe auch keine Glaskugel. Aber wir sind trotzdem überzeugt, die Idee und die Vision des freien Wissens ist über die Wikimedia-Projekte hinaus absolut gesellschaftlich relevant. Denn sie steht für einen übergreifenden Ansatz, der das Recht auf Bildung und die Bedingungen in unserer digitalen Gesellschaft übersetzt. Die Freiheit, Wissen nutzen zu können, ist die Grundvoraussetzung für Entwicklung. Dies trifft auf Individuen gleichermaßen zu wie auf Unternehmen oder auch Gesellschaften. In der Wikipedia und in den Schwesterprojekten kann jeder mitmachen. Alle können irgendwo anfangen und andere können genau dort weitermachen und einen neuen Aspekt oder Blickwinkel einbringen. Beteiligen können sich alle von überall auf der Welt. Jeder kann jederzeit die Inhalte verändern, verbessern, ergänzen, bis ein anderer kommt und es noch besser weiß. Allerdings dies auch belegen muss. Hierin unterscheiden sich die von einer Community selbst gestalteten Plattformen wie die Wikimedia-Projekte von anderen rein wirtschaftlich gesteuerten Plattformen, die als geschlossene Systeme funktionieren. In der Wikipedia kann man jederzeit nachvollziehen, wann und von wem ein Artikel erstellt wurde oder verändert wurde. Sogar über die Gründe für eine Veränderung an den Inhalten kann man sich auf den Diskussionsseiten zu den einzelnen Artikeln informieren und auch austauschen. Die Wikipedia bietet damit ein hohes Maß an Transparenz darüber, wie Informationen zustande gekommen sind. Eines der Mottos der Wikipedia ist: Sei mutig. Wikipedia lädt dazu ein, Informationen nicht einfach hinzunehmen, sondern zu überprüfen, zu überdenken, zu ergänzen, zu verändern. Denn eines ist freies Wissen sicher nicht: frei vom Irrtum. Fragen ist der Anfang von Wissen. In diesem Sinne möchte ich Sie alle einladen und euch heute alle einladen, uns Löcher in den Bauch zu fragen. Und wenn Sie eine Frage an die Wikipedia haben, ist heute die Gelegenheit, sie zu stellen. Ich wünsche Ihnen, uns und euch allen viele Gespräche, Diskussionen, Fragen, Antworten und einen reichhaltigen Austausch sowie viel Freude und Teilnahme den ganzen Tag. Vielen Dank. Mit mir kurz hier. Kann ich machen, jetzt ja. Ist die Zeit. Aber Han, darf ich dir eine Frage stellen? Du darfst mir gerne. Wo wir gerade dabei sind. Hallo. Okay. Wir haben ja vorhin ein Foto von dir gesehen. 2000, wann war das mit Wikidata? 12. Okay, das heißt, du bist auch schon eine Weile dabei. Und ich kenne Wikimedia, den Verein, auch schon seit 10 Jahren, glaube ich, fast. Also auch schon eine ganze Weile. Aber wenn ich mir das alles nochmal angucke, wow, ganz schön dicht und viel passiert. Kannst du vielleicht so ein, zwei Momente teilen, die bei dir hängen geblieben sind? Die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Ja, das war ja einmal der große Umriss, aber für dich ganz persönlich. Wikipedia ist ja auch ein Projekt und die Wikimedia, wo man mit viel Herzblut dabei ist. Ja. Also ein Moment, ein ganz persönlicher Moment, der mir hängen geblieben ist, war, als ich in der Vorbereitung, bevor ich bei Wikimedia Deutschland angefangen habe, zu einem Wikipedia-Stammtisch gegangen bin. Ich habe zwar gewusst, dass es Wikipedia-Stammtische gab von der Community, und mein Hintergrund ist unter anderem auch etwas informatiklastig und ich kenne mich auch in verschiedensten offenen oder Open-Source-Communities auch aus. Aber was mich damals schon sehr auch bewegt hat, war diese Leidenschaft für dieses Projekt, so viel Herzblut auch da reinzustecken. Und das habe ich auf diesem Wikipedia-Stammtisch, der übrigens damals in Karlsruhe war, wo ich ursprünglich auch herkomme, war einer mal der aktivsten, leider mittlerweile nicht mehr. Das hat mich schon sehr dann auch überzeugt, übrigens auch bei Wikimedia Deutschland auch anzufangen. Also das habe ich so als Vorübung, bevor ich meinen Vertrag auch bei Wikimedia Deutschland unterschrieben habe, damals für das Wikidata-Projekt, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal schauen, auf was ich mich da einlasse mit den Communities. Und das hat mich schon sehr, also wirklich tief bewegt, diese Leidenschaft, die ich da gesehen habe, so zu brennen für ein Projekt,
und so viel Herzblut da auch reinzustecken. Das war ein ganz persönlicher Moment, den ich jetzt hier vielleicht nicht so herausgestellt habe. Und das hält bis heute an und hatte ich sogar... Das hält bis heute an. Ich bin Feuer und Flamme und bin noch immer mit dabei. Und ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich bin und vor allem, was für eine Ehre das auch ist, bei sowas Großem auch mitwirken zu dürfen. Und eine der Dinge, die mir besonders viel Spaß machen, ist tatsächlich auch die lokalen Community-Stützpunkte auch immer wieder regelmäßig zu besuchen und dort in Gespräche, in Streitgespräche, in Diskussionen, in Austausch dann einfach zu treten, weil das macht es dann am Ende vom Tag auch aus. So digital Wikipedia ist und auch der Ursprung des Projektes rein digital ja auch ist im Internet, so wichtig ist dann auch der persönliche Austausch. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir auch so ein neues Format hier ausprobieren. Weil das ist unglaublich wertvoll und das müssen wir einfach zusammenbringen und auch weiter aufrechterhalten. Okay, Abraham, herzlichen Dank für deine Geschichten. Wir sehen dich heute Abend nochmal und obwohl du keine Glaskugel hast, werden wir trotzdem noch ein bisschen Blick in die Zukunft werfen, wie es weitergeht mit dem freien Wissen. Das machen wir dann. Super, herzlichen Dank an dich. Vielen Dank. Bis später. Und wir machen jetzt keine offizielle Fragerunde mit Abraham, aber du bist hier unterwegs den ganzen Tag. Draußen. Super, du bist ansprechbar, schnappt euch Abraham, geht zusammen Kaffee trinken und redet mehr über freies Wissen und seine Geschichten. Hier auf der Bühne geht es weiter um 13.30 Uhr mit dem Panel, was ist besser, wenn Wissen digital und offen ist. Es gibt im Wikipedia-Raum im dritten Obergeschoss, man kann auch leicht mit dem Fahrstuhl hinkommen, für die, die nicht unbedingt Treppen steigen wollen, einen Einführungskurs zur Wikipedia. Und für die Mitglieder im Mitgliederraum geht es um Freiwillige für die Wikipedia 2011 bis 2019. Und ansonsten gibt es noch jede Menge Marktstände hier draußen. Viel Spaß bei den Begegnungen, bei den Gesprächen und ich hoffe, wir sehen uns alle später hier auf der Hauptbühne. Dankeschön, bis später.